Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzler Brothers. Der Sizzler Brothers, genau. Heute gibt es was richtig Geiles, und zwar gibt es heute S'mores. S'mores ist irgend so ein Zeug aus Amerika. Das taucht immer mal wieder in irgendwelchen Filmen auf. Wir haben es uns mal angeguckt. Das ist so einfach zu machen und eine so geile Nachspeise, das müsst ihr euch reinziehen. Und wie das funktioniert und überhaupt, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Für unsere amerikanische Spezialitäten, für unsere amerikanischen Spezialitäten bisher habe ich hier schon mal was vorbereitet für die S'mores, wie man sie auch nennt. Ich habe hier schon mal welche fertig gemacht und zeige euch jetzt, weil es so einfach ist, exemplarisch an einem Beispiel nochmal, wie es geht. Dazu braucht ihr erstmal den Original Butterkeks mit 52 Zehen. Das ist ganz wichtig, auch ein Hannoveraner Produkt. Das weißt du aber nur, weil du mal Kekse schnitzen bei Beisen warst. Genau, da habe ich mal Praktikum gemacht, Kekse geschnitzt. So, dann haben wir hier so ein leckeres Stück Edelbitterschokolade. Die wird hier drauf platziert. Zufälligerweise ist die passgenau. Und dann haben wir ein Stück Marshmallow. Den haben wir hier von den, ja, der ist ja rund. Wir haben also den quasi so zurechtgeschnitten, dass er nicht mehr rund ist und diese klebrige Innenseite frei wird, weil... Dann kann man den so andrücken und dann klebt das alles schön. Und dann hält nämlich auch der obere Keks ganz hervorragend da dran. Und das waren auch schon die Vorbereitungen. Jetzt wird gegrillt. Die Reste des Marshmallows, die nimmt man und isst die einfach so weg. Aber jetzt wird gegrillt. Ist das in Ordnung? Ja, jetzt will ich auch. Ist in Ordnung. Wegen die vermeintliche Sauerei unser Grill. Haben wir hier uns so eine Schwedenschale mit Rost geschnappt. Die sieht doch schon extrem dreckig aus, weil da mal viel Zeug drauf ist, was schmiert. Und die wandern jetzt indirekt, also sie wandern direkt auf den Grill, aber liegen im indirekten Bereich. Das heißt, rechts ist der Brenner an, links ist der Brenner an, die kriegen von zwei Seiten Hitze. Halt, ein optischer Schönheitsfehler, zack. Ja, ist in Ordnung. Wir haben ungefähr 160 Grad im Grill und lassen die da jetzt ein paar Minuten liegen. Hier müssen wir keine Kerntemperatur oder so messen. Es geht zum Glück nur darum, dass dir Marshmallow schön schmilzt. Jetzt heißt es auch hier wie immer, abwarten. In Amerika würde man jetzt sagen, the s'mores are ready. Sagt man das so? Are ready? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es wird schon stimmen. Also englischmäßig ist es noch nicht ganz so fit. Jedenfalls ist das, was jetzt hier unter ist, die absolut kalorienbewusste Ernährung. So sehen die Dinger aus. Es hat gar nicht mal so doll getropft. Das geht eigentlich. Tatsächlich. Und jetzt nehme ich die mal runter. Stell die hier auf der Seite drauf. Und dann dürfen die abkühlen, weil... ich möchte, glaube ich, also jemanden sehen, der das heiß isst, aber ich würde es nicht empfehlen. Also lass es so erstmal abkühlen, dann schneiden wir sie gleich zusammen auf und dann schnabulieren wir eine Runde. Das ist ein geiles Zeug. Ja, sieht gut aus, das ist auf jeden Fall abgekühlt. Trusted by Leckermäulchen, so viel können wir festhalten. Jetzt heißt es nur noch probieren. Abgekühlt ist wichtig, ne? Also wie gesagt. Oh. Wie geil ist das? Leck mich am Zuckerli, du. Also aus dem Sandwich für Fortgeschrittene, for Runaways. Achso. Okay. Ja. Also, mega geil. Mega geil. Die Schokolade hat noch so einen schön weichen Kern und so, ist großartig. Ist halt eine Riesensauerei, aber es schmeckt auf jeden Fall ziemlich geil. Es schmeckt fantastisch und es ist so einfach. Ja. Das müsst ihr nachmachen. Damit kommt ihr auf jeden Fall weiter. Das ist echt geil. Oh Mann. Damit beenden wir diese Episode von... einmal fettfrei essen. Genau, fettfrei essen. Viel Spaß beim Nachmachen. Hat dir unser Video gefallen? Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über... Ein Daumen nach oben, ein Gefällt mir auf Facebook und vor allen Dingen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst. Genau, und falls du noch Fragen hast, die unbeantwortet geblieben sind, darfst du uns gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Guck mal in meiner Infobox vorbei, da findest du alle Produkte, die wir heute verwendet haben und vor allen Dingen auch die Links in einem T-Shirt-Shop. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Mach's gut. Mach's hübsch, ciao.